Deutschlands Jugend liebt den Beat. Denn Beat ist laut. Und alles, was laut ist, wie Richard Wagner und die Militärmusik, das schätzen wir Deutsche. Der erste Mann im deutschen Staat ist auch hier der erste. Es ist daher sehr zu bedauern, dass das Singen vaterländischer Lieder bei der jungen Generation vielfach als veraltet und überholt angesehen wird. Lübkes Klage findet taube Ohren, denn die lärmenden Götter aus Liverpool haben längst die letzte Zwergschule erobert. Jeder aktive Beat-Jüngling träumt von den Millionen der Beatles oder Rolling Stones. Dieser Kellner aus Hamburg hat's fast geschafft. Mit 17 hat er als Kellner aufgehört und als Gitarrist angefangen. Heute leitet er Deutschlands Beat-Band Nummer 1, The Rattles. Von seiner ersten Langspielplatte hat er 15.000 Stück verkauft. Mensch, du sollst doch kein Werbe machen. Was soll denn das? Bist du blöd? Komm, ne, kein Werbe. Richtigen Break und er singt los. 1, 2, 3, 4. Ein Drittel am Beat verdient die Elektroindustrie. Schon eine Amateuranlage, Gitarren, Verstärker, Lautsprecher zum Selberbasteln, kostet rund 5.000 Mark. Für Profi-Handwerkszeug muss bis zu 50.000 geblecht werden. Da mag der Beat noch so simpel sein. Eins ist sicher, Beat macht Spaß. Denen, die ihn hören, und vor allem denen, die daran verdienen.